Hallo, ich möchte mich bei Patricia Koller von ganzem Herzen bedanken, dass ich heute bereits zum dritten Mal hier sein darf. Mein Thema ist Bevormundung von Menschen, die nicht sprechen können. Ich bin Alexandra Saarländer, von Beruf Erzieherin und seit 27 Jahren in der Behindertenarbeit der Lebenshilfe Hasberger in Unterfranken tätig. Anscheinend war ich schon immer anders als der Rest meiner Kollegen und Kolleginnen. Hier wurde ich immer mit Kopfschütteln angeschaut, warum machst du das? Warum nimmst du deine Arbeit mit nach Hause? Das waren Fragen, die ich zu hören bekam. Meine Arbeit, fragte ich mich, behinderte Menschen, die einfach nur anders sind und der sogenannten Norm nicht entsprechen. Für mich war es schon immer selbstverständlich, dass diese Menschen dieselben Rechte haben wie ich. Hier fangen eigentlich schon die Barrieren an, Barrieren in unseren Köpfen. Und solange diese nicht ausgeräumt werden, solange werden wir auf die Straße gehen müssen, um auf diese Missstände aufmerksam zu machen. Eintreten für das Recht auf ein normales Leben. Das Recht, das jeder Mensch auf dieser Welt haben sollte. Aber nun zu meiner Geschichte und warum ich eigentlich heute hier bin. Hemi, es geht um meinen geistig behinderten Freund, der mittlerweile 54 Jahre alt ist. Er kann schlecht gehen und nicht sprechen. Von Oktober 2017 bis August 2019 lebte er in meinem Haus. Er kam nach einem tragischen Unglück zu mir. Seine Eltern kamen bei einem Hausbrand ums Leben. Ich nahm ihn sehr gerne bei mir auf. Es gab damals aufgrund seiner Aggressionen keinen Heimplatz für ihn. Seine Schwester, die nach dem Tod der Eltern zur Betreuerin wurde, war mit dieser Situation überfordert und suchte einen Platz für ihren Bruder. Nach kurzer Zeit merkte ich, dass seine Aggressionen ein Ausdruck von Hilflosigkeit und Angst waren. Ihm fehlte eine Sprache, obwohl er schon immer in Einrichtungen untergebracht war, die für ihn, wie man sagt, zuständig waren. Gemeinsam haben wir einen Weg gefunden, dass er sich seinem Umfeld immer besser mitteilen konnte. Und siehe da, er wurde immer ausgeglichener und seine Aggressionen waren in unserem Leben nicht mehr vorhanden. Er nahm zu diesem Zeitpunkt zunehmend selbstbestimmt am Leben teil. Diese Situation änderte sich schlagartig im August 2019. Seine Schwester, die im Oktober 2017 sehr erleichtert war, dass ich ihn aufgenommen hatte, wollte plötzlich nicht mehr, dass er weiter bei mir lebt. Sie brachte ihn in einem Heim unter. Seit diesem Tag kämpfe ich darum, ihn wiederzusehen, denn er lebt im Heim abgeschnitten von der Außenwelt. Nicht durch Corona, sondern weil die Schwester es nicht will. Mittlerweile habe ich einen Anwalt, weil man mir den Mund verbieten möchte, mich fernhalten möchte mit Hausverbot und Corona. Auch Anzeigen bei der Polizei ließen mich nicht schweigen. Ich weiß, was ich erlebt habe. Ich durfte einen besonderen Menschen kennenlernen, der auf seine Art und Weise plötzlich mitten im Leben stand. Er verständigte sich ohne Aggressionen und nahm mit Freude am Leben teil. Man merkte, dass er einfach ein Spiegelbild seiner Umwelt war. Er braucht keine Medikamente, sondern nur Menschen, die ihn verstehen. Dies alles hatte er bei mir gefunden. Im April 2021 durfte ich ihn erstmalig für eine halbe Stunde besuchen. Seine nicht nur mir bekannte Art des aktiven Mitteilens sei es durch hervorgebrachte Laute, seine Mimik, ein Lächeln oder ein Lachen. Seine Gestikulation, seine Art, Witze zu machen und selbst darüber zu lachen. All diese Besonderheiten, die seine Persönlichkeit auszeichneten, waren mittlerweile nicht mehr vorhanden. All meine Bemühungen, Kontakt mit ihm aufzunehmen, scheiterten an diesem Tag. Er erkannte mich nicht. Den Menschen, den ich damals kennenlernen durfte, den gab es nicht mehr. An diesem Tag gewann ich den Eindruck, dass er sehr viele Medikamente bekommt. Damit er in einem System funktioniert, in dem er nicht leben müsste. Mir ist absolut bewusst, dass es sich bei ihm um einen schwerstbehinderten Menschen handelt und mir wahrscheinlich die fachliche Kompetenz zur Beurteilung seiner Behinderung abgesprochen wird. Tatsache ist aber, dass ich ihn in einem vergleichbaren, ja nahezu identischen Zustand abgeschnitten und isoliert von der Außenwelt in Oktober 2017 gelernt habe. Hat er, weil er nicht unsere Sprache spricht, weniger Rechte
jedem fremdsprachigen Menschen wird ein Dolmetscher zur Seite gestellt. Bei ihm übernimmt dies sein Betreuer. Behinderte gehören in ein Heim, Alte gehören in ein Heim. Wo findet hier Inklusion, selbstbestimmtes Leben statt? Meiner Meinung nach werden sie einfach nicht wie im Bundesteilhabegesetz sowie den UN-Behindertenrechtskonventionen vorgesehen in Veränderungen ihres Lebens eingezogen. Richter, die diese Menschen mit Handicap vermutlich nicht einmal persönlich kennen, entscheiden über die Lebensform und Kontakte solcher Menschen. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass diese Menschen vor allem aber eher gehört werden. Das Wunsch- und Wahlrecht ist vor allem hinsichtlich der Wohnform gestützt worden. Menschen sollten endlich lernen, andere so zu akzeptieren, wie sie sind. Dann würden sie auch erkennen, dass Behinderung nur eine Form des Andersseins ist. Denn sie sagt nichts über den Menschen aus, der sich dahinter verbirgt. Jeder von uns könnte morgen auf der anderen Seite stehen und wollte seine Rechte auf ein normales Leben nicht neu erkämpfen müssen. Gäbe es endlich ein Miteinander mit Respekt auf den anderen zuzugehen, dass es Menschen gibt, die sich nicht vom Geschlecht, Hautfarbe oder ihrer Sprache unterscheiden, dann wäre Inklusion nur ein Wort, das niemand mehr braucht. Dass ich meinen behinderten Freund so akzeptierte, wie er war, ließ diese Freundschaft, die am Anfang niemand für möglich gehalten hätte, entstehen. Bevor ich hierher kam, habe ich zusammen mit einer Freundin 50 Briefe an Menschen aus Politik und Behindertenorganisationen geschickt. Inhalt die Problematik der Diskrepanz der Gesetze in der Umsetzung in der Realität. Was nützt es behinderten Menschen, wenn es zwar schöne Gesetze gibt, aber ihnen keine Möglichkeit gegeben wird, diese umzusetzen? Diesen ungehörten Menschen, zu denen auch mein Freund gehört, möchte ich meine Stimme geben. Wenn Sie jemanden kennen, der mich bei dieser Sache unterstützen kann, melden Sie sich bei mir. Jede Idee, jeder Ansatz zählt. Es muss möglich werden, diesen Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen. Deshalb sind wir heute alle hier, um auf diese Missstände Aufmerksamkeit zu machen. Zu kämpfen für Menschen wie ihn. Er hat wie jeder Mensch das Recht auf ein normales Leben. Ein Recht auf Familie, Freunde, Liebe miteinander, einfach ein normales Leben. Ein Recht, das jeder Mensch auf dieser Welt haben sollte. Danke fürs Zuhören.